preise den Herrn. Halleluja. Jesus ist König über die ganze Welt. Woo! Er ist der Chef. Amen. Über uns und andere. Wir wissen, ja, er ist unser Chef. Das ist gut. Wir sind sein Diener. Amen. Halleluja. Mann, ich bin sehr dankbar, dass die Fastenzeit weg, zu ist, fertig ist. Eine von meinen großen Lust in meinem Leben ist natürlich meine Frau, preisen Herrn, das ist gut. Aber Essen. Aber jetzt, ich bin befreit in Jesu Namen. Mein Gürtel ist befreit. Aber es war echt bereichend, diese Fastenzeit. Echt toll, wenn wir machen es zusammen als Gemeinde. Es ist immer toll, wenn du Gemeinschaft hast in Leid. Nein, in diese Realität. Es bringt viel Kraft und es ist spürbar. Hier im Raum, wenn du kannst in Geist unterscheiden, es ist ziemlich dicht, ja, im Geist, wenn wir kommen zueinander. Und es ist, weil Gott, es ist weniger von uns und mehr von ihm. Und es kommt wenn wir leben, das Königreich Lebensstil Gottes, was wir lernen von Yeshua und wie was er gemacht hat. Und es ist, ja, es ist echt schön. Aber ich muss sagen, oh Mann, gestern ich habe Tomatensuppe gegessen. Tomatensuppe. Weißt du, wie gut das ist? Das ist mit Hühnerbrühe, Bas, ja? Ja, mit Gewürz, ja? Basil und Oregano, ja? Oh mein Gott, Salz. Und dann diese liebevolle Frau gibt Matzen zu mir die andere Tag. Oh mein Gott, Matzen. Das ist amerikanisch. Das ist ein bisschen amerikanisch. Wir nehmen Matzen oder Crackers, ja, und wir machen alles im Pulver und im Soup. So wir haben eine große Musch. Ja, wir essen. Das ist schön. Oh mein Gott. Und Nachtisch kommt später. Ich muss langsam mit meinem Bauch. Und dann Braten und dann Lachs und dann ich hab Beef Jerky. Ein Mann kommt zu mir. I love him. Er kommt und gibt mir Beef Jerky Paketen. Ja, waren die Fastenzeit. Das ist nicht so nett. Waren die Fastenzeit. Nach die Fastenzeit, okay. Ja, leide mich nicht in Versuchung. Packung kommt. 6 Packungen Beef Jerky? Teriyaki? Oh my God! Oh! Ich habe aufgefallen im Geist, sofort. Oh. Mein Kind hat Süßigkeit gefasst. Süßigkeiten, ja. Und gestern, ihr könnt, darf, ja, Süßigkeiten den ganzen Tag. So, kann ich mehr haben? Kann ich mehr? Die Augen waren gekreuzigt. Wie sagt man? Schief. Ach, schief. Die Augen waren schief. Lass uns die Bibel lesen, es ist Schabbat. Moses sagt, Zucker, 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 Zucker sucht, Zucker. Okay, sorry. So, ich mag so sehr die verschiedenen Evangelium-Briefe oder Evangelien. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde, wir mehr und mehr, wir gehen rein in was und verstehen,
was diese Schrift ist, was drin ist. Und was ist die Bedeutung? Wir müssen viele Fragen stellen. Aber wir haben Matthäus, ja, natürlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ja. Drei sind Synoptik, ja, sind ganz ähnlich. Gibt es verschiedene andere Details drin. Aber dann Johannes ist einzigartig, es ist, wow, so anders. Wie er schreibt alles. Es ist nicht so chronologisch. Und, aber es ist so interessant, die Evangelien und was geschrieben ist. Kein Dokument war geschrieben wie dieses Evangelium. Es ist nicht eine Autobiografie, weil Jesus hat gar nichts geschrieben. Es ist ein Biografie, aber nicht wirklich, weil das verkündet ein Königreich außer dieser Welt. Es ist mehr wie ein Königsdiktat, ja, von verschiedener Perspektive. Wie Martin Luther, wenn er diese Thesis, 95 Thesis an der Kirche genagelt hat. Es ist ein, hey, Proklamation, Proklamation, Proklamation. Und was das große Subjekt in diesem Brief ist, oder diese Schrift, ist, der Königreich ist da. Es geht um den Königreich Gottes. Das ist die große Thema in die ganze Bibel, ist der Königreich Gottes. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht. Und ich mag es so sehr, es ist interessant, jeder Brief hat eine Bedeutung, hat verschiedene Aspekte und es ist ganz interessant. Markus, interessanterweise, war zuerst geschrieben von John Mark, aber war von diktiert bei Petrus. Und es ist interessant, Markus ist ganz knapp und Aktion orientiert. Es ist schnell und Dämonen austreiben und Heilung und es ist ganz Aktion, wie Petrus. Er ist Aktion und er macht Entscheidungen und nimmt seinen Fuß und bringt es in den Mund und spricht, was er fühlt und redet auf dem Bauch heraus. Ja, es ist interessant. Markus ist sehr gut für neue Leute im Glauben. In Welt, hey, hier ist, was Jesus kann tun. Ja? Lukas, der Doktor, die einzige Autor in der Schrift, Gentile. Er war nicht Juden. Aber er war sehr, wie heißt meticulous? Minutiös. Ja, genau, sehr genau. Und er schreibt und er redet viel von Gott, Jesus als Mann. Er ist ein Mann, komplett Mann. Und sehr detailliert. Und er hat Lukas und Apostelgeschichte geschrieben. Absolut exzellent Kopf. Und die Persönlichkeit, er hat, wow, so schön. Johannes, ja, die beste Freund von Gott. Er legt an seine Brust und er weiß, er ist sein absolut Lieblingsmensch. Und er schreibt, Jesus ist der, was? Sohn Gottes. Sohn, diese Sohn-Vater-Beziehung war so stark in seine Proklamation. Es war von Anfang an, diese Beziehung existiert, Vater und Sohn. Und er bringt es vorbei in diese Proklamationen. Und dann wir haben Matthäus. Und Matthäus war ein Steuerberater oder schlimmer als Steuerberater. Was ist das Wort für Tax Collector? Steuereintreiber. Danke. Steuereintreiber. Er wirklich war so. Und sehr jüdisch, sehr reich. Und er schreibt seinen Brief oder Proklamation, ich
will das sagen, Brief ist schlimm zu sagen, weil es ist eine Proklamation eigentlich. Für Jünger. Und ich wundere mich, warum ich mag Matthäus so sehr. Ja, es ist eine von meinen Lieblingsproklamationen. Ich habe geguckt, hey, was ist da in die große Thema? Und dann ich wollte reden an einen Teil von dieser und dann wir können weitergehen. So, in Matthäus, er fängt an natürlich mit die Familiengeschichte, ja, von Genealogie und so und weiter, bis die erste Predigt. Und was ist die erste Predigt in Matthäus' Brief? Die erste Predigt. Bergpredigt. Danke, Marcel. Bergpredigt, ja. Die erste Predigt ist Bergpredigt. Und es ist interessant, in Matthäus' Brief, wir haben 5 Teile in die ganze Proklamation, 5 Predigt oder ja, Predigt, dass Jesus lehrt die Jünger wegen der Königreich Gottes. So der Bergpredigt von Matthäus 5 bis 7 lehrt uns von der Königreich, der Lebensstil von der Königreich Gottes. Wie sieht es aus in meinem Leben, wenn ich wirklich bin in Gottes Königreich? Wenn ich gehört und bin, ich stehe in Königreich Gottes. Guckt nicht weiter, Matthäus 5 bis 7. Es ist die heilige Gesetz, es ist die neue Gesetz Gottes, ist da geschrieben. Jesus kommt und sagt, ich erfülle die ganze Tora und Propheten und ich, wie die Grundgesetz, ja. Wir haben Grundgesetz hier in Deutschland, viele vielleicht habt das gelesen, so okay, hier ist mein Recht, wir können es versammeln, vielleicht, ja. Letzte 2 Jahre, es war nicht so gut für die Deutsche und für die ganze Welt, aber wir wissen, okay, hier ist das Grundgesetz für die Königreich Gottes. Es ist da in Matthäus' Brief. Jesus kommt und lehrt uns, liebe eure Feinde. Wenn du bist geschlagen, gib die andere Backe. Wenn du sagst, hey, du Idiot, hey, gib's eine Strafe, das ist die Hölle. Du musst wirklich umkehren. Gibt's echt krasse Sachen da. Diese Lebensstil, das Gesetz Gottes kommt ganz, ganz stark und klar und viel, viel mehr näher, wenn wir gucken, was Jesus lehrt. Und das grundsätzlich für uns alle und für die ganze Welt, das ist unsere Lebensstil im Königreich Gottes. Das soll es. Für uns und unsere Kinder. Okay? So, Papas, Mamas, es ist dein Trainingplan. Matthäus 5 bis 7. Gibt es. Gibt es weiter. Hier ist die Art. Hier ist, wie der Königreich Gottes funktioniert. Gibt es kein anderes Standard. Gar nichts ist höher als dieser Standard. Als Pastor, ich kann versprechen, gibt es kein anderes Standard in der Lebensstil Gottes, in die Königreich-Lebensstil, wie was Jesus gesprochen hat, gesagt hat. Gibt es kein anderes. Das ist geschrieben und gelehrt. Und Mose hat gesagt, ein Prophet kommt von meinem Haus und was immer er spricht, tu es. Du musst es tun. Hier ist dieser Prophet, aber mehr. Er ist mehr als nur Prophet. So dann, nach dieser Sermon, Predigt, Aktion kommt. Matthäus 8, Bistel 9 und dann die nächste Predigt kommt, Inhalt kommt und das ist der Königreich
der Mission des Königreiches. Unsere Mission als Gemeinde, wie das aussieht. Okay, das ist in ein bisschen von Matthäus 9 und 10. Wir wissen, Matthäus 9, 10, Gott, Jesus sagt die 12 rauszugehen. Und was macht ihr? Verkündigt die Königreich Gottes, treibt Dämonen raus, heilt die krank, die krank sind geheilt, die Toten sind aufgeweckt. Das ist was. Die Blinde, die Heilung kommt weiter. Wie heißt cleanse the lepers? Aussetzen, die reinigen. Das war echt nötig dort, weil wir haben viel Dusche jetzt hier und es ist ein bisschen reiniger. In der Vergangenheit nicht so. Gott sei Dank. Louis Pasteur, danke. Nein. Aber wirklich, das ist die Mission von dem Königreich Gottes. Wir sollen das Königreich Gottes proklamieren. Natürlich, ein Königreich hat einen König, Jesus. Und Heilung, Kraft, Liebe fließt aus und bringt Einfluss. Und kostet es? Nein. Frei du empfängst, frei du gibst. Gibst. So schön. Dann wir sehen Aktion. Und dann die nächste Schritt in der Mitte, das ist schön, ist Matthäus 13. Ja? Matthäus 13, was haben wir da? Viele, was? Gleichnisse, ja? Viele Gleichnisse. Und die Gleichnisse hat ein Ding, das kommt immer voran. Wir haben die erste mit die Sarah, Alsehen. Aha. It's too hard. The sower. Alsehen. Simon. Oh my God. Simon. Shame on me. Simon. The Simon. So the Samen und die Samen und Sachen wächst, ja? Ja? Sachen wächst. Die kleine Senfkorn wächst. Was die Thema da ist, ist es die Lehre von der Königreich Gottes, der Wachstum von Königreich Gottes. Gottes Königreich wächst. Es ist eine Vermehrungsgeschichte. Gott ist ein Vermehrungsmensch. Er liebt Vermehrung. Er liebt Neuigkeiten. Er liebt, wow, guck mal, Sachen funktioniert. Wow, es ist ein bisschen messy, aber die Geräusche, so schön. Die Küche ist ein bisschen messy, aber wow. Ich habe einen Appetit. Ja, diese Wachstum des Königreich Gottes, das ist eigentlich da im Zentrum. Und er will, dass wir sind nicht so kindisch in diesem Thema. Dass wir lernen, hey, Wachstum. Mein Leben, wenn ich im Königreich Gottes bin, ich muss wachsen. Jedes Mal. Jeden Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, jede Woche, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Egal, wenn ich schwach bin, egal, wenn ich denke, oh nein, Mist, ich habe etwas gebaut. Dass die Wachstum da ist und wie das funktioniert. Dann, wir sehen, okay, mehr Aktion. Und dann die nächste vierte Sermon, Predigt in die Proklamation in Matthäus ist Matthäus 18.
Und das geht um Gemeinschaft in der Königreich Gottes. Wie funktioniert Gemeinschaft, Gemeinde im Königreich Gottes? Unsere Beziehung miteinander, wie wir miteinander umgehen und reden und ist Sünde da? Können wir das, ja, können wir helfen? Können wir umsetzen, dass ich gucke in meine Augen und sage, oh shoot, ich muss bearbeiten hier, ich tue mein Ding und dann ich sage, hey, bitte, ich sehe das und das, kann ich helfen, dass du kannst es überwinden. Siehst du klar? Oh ja, du hast recht, Bruder. Ja, es tut mir leid. Wow, okay, super. Lass uns weitergehen zusammen. Das ist, Gott lehrt uns in diesem Schritt. Und wenn Rebellion da ist und wenn niemand hat keinen Bock, ja, Lebensstil Königreich Gottes, es ist passé. Ja, nein. Ich bleibe in meinem Stolz und dann geht es durch einen Prozess mit Matthäus 18. Ja? So Umkehr kann passieren. Und das ist, was wir lernen in Matthäus 18. Kindlich zu sein, ja, wie Kinder. Kinder vergibt so einfach, ja. Es ist so süß. Ja, Joshi schlagt Eva und dann Joshi, oh, psst, es tut mir leid. Und Eva, I forgive you. Ich vergib dich. Und du denkst, oh. Stell mal vor, wenn ich fahre mein Auto, ja, und ein Mann geht raus und sagt, hey, Fenster, schlag mich, ja. Und dann ich sage, ich vergebe dir. Ich weiß nicht, ob mein Herz da ist. Bitte Gott, mach mich kindlich wie Eva. So, wir lernen, hey, was ist das? Wie läuft das Königreich Gottes? Und dann die letzte, ganz kurz, die letzte ist nach Aktion. Es ist die letzte Predigt, die fünfte Predigt in dieser Proklamation in Matthäus, ist der Königreich Gottes in Zukunft. Er kommt wieder, er kommt zurück. Halleluja, es ist so schön, aber es ist so schrecklich auch. Es wird super schlimm, Verfolgung wird kommen, viele Leute werden die Gemeinde verlassen, weil es zu hart ist. Wir erinnern uns von was Jesus gesagt hat in diesem Bodengleichnis mit den Steinen und alle die Pflanze war weg, schön gewachsen, aber dann, wenn die Endzeit kommt, gibt es keine Wurzel und dann viele Freunde, viele Familie, viele Leute weg. Tschüss. Du denkst, Corona war einfach hart. In der Endzeit wird es ganz, ganz hart. Harte wie nie. Und das ist, was Jesus lehrt. Und wir müssen lernen, okay, wie kann ich vorbereitet sein für es? Und diese Predigt ist Matthäus 25 bis 25. Und diese zwei wirklich gibt ein echt gutes Bild für den Vorbereitungsprozess für das und die Königreich in Zukunft. Die Matthäusbrief ist wirklich geschrieben für Jünger, dass du wächst, dass du Muskel hast. Es ist nicht Milch. Es ist nicht Milch. Es ist wirklich die beste Training, die beste Vorbereitung für deinen Geist, für die Gemeinde, für 2000 Jahre. Diese Proklamation, Jesus' Worte, die Lehre, ist so lehrreich. Es ist, wie diese Welt funktioniert. Vergiss es nie. Wahrheit nimmt eine Person durch Krise, durch Umstände. Der Wahrheit von der Mund Jesu Christi. Und ich will, dass du nimmst diese Proklamationen
alle die Proklamationen in Evangelien. Nehmt es so ernst, Gemeinde. In diese letzten drei Wochen in die Fastenzeit. Ich habe das so stark auf mein Herz. Nimm die Proklamation. Gib dein Herz die Proklamationen. Paulus, Jakobus, Petrus, all die Apostel spricht gar nichts dagegen. Gar nichts. Gibt es keine Scheidung zwischen die beiden. Kein. Aber leider Prediger, Dienste überall in die ganze Welt bringt eine fett große Trennung zwischen die beiden. Und sagt, Paulus, du musst mehr Paulus lesen. Du musst mehr Paulus lesen. Oh, hör auf mit Jakobus. Und, I mean, guck mal, was wie heißt er? What's his name? Johannes, who's the reformer? Luther. Guck mal, was Luther gesagt hat. Es war so schreck. So schreck. Er ist verantwortlich für diese Trennung. Eigentlich. In vier von was er geschrieben hat. Wir müssen wirklich zurück zu dem Wort Gottes und lese das Wort Gottes und tu es. Nimm es im Herz. Denk über nach. Ich kann es nicht mehr deutlich sagen. Es ist so lebenswert. Wirklich, was ich sage zu euch, das bringt eine Stabilität für euch durch diese harten Zeiten und auch die Erweckung. Wir gleichzeitig in die harten Zeiten, wir erleben Erweckung. Großartige Sachen passieren. Neue Geschäft, neue erfolgreiche Sachen, neue Versammlung, neue Kreativität, unglaublich viele Sachen kommt. Positiv. Aber viele, viele schlechte Sachen kommt. Gleichzeitig. Und wir müssen hier ins Wort gewurzelt, so wir können springen und wirklich Tor machen. Ja? Es ist so wichtig. So. Bin ich zu lang? Nein. Ich bin kürzer, weil ich rede nur in Deutsch. Come on. That's nice. Ich hoffe, das kommt klar an. So, lass uns dann im Matthäusbrief gehen, in 10, Kapitel 10. Matthäus 10. Halleluja. Wir fangen an im Vers 1. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinigen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind diese: Simon, Andreas, Johannes, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, der Sohn Alpheus, Lebanus, Thaddäus, Simon, der Kananäer, er war ein Zelot eigentlich, und Judas Iskariot, der ihm auch verratet. Diese 12 standen Jesus aus, sandte Jesus aus, Dankeschön, ihnen und sprach, gebiet euch nicht auf die Straße der Heiden und beratet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den volkeren Schafen des Hauses Israel, geht aber hin, verkündet und spricht, das Reich der Himmel ist nah bei gekommen.
heilt Kranke, reinigt Aussätzige, oh Jesus, I can't read, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr das empfangen, umsonst gibt es. Nehmt weiter Gold, noch Silber, noch Kupfer in euer Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, auch nicht zwei Hemden, weiter Schuhe, noch Stab, denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert. Wo ihr aber in der Stadt oder ein Dorf hingeht und verkündet euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr wieder zieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit Friedensgrüße. Und wenn das Haus es wert ist, so komme der Freude über dasselbe. Es ist aber dessen nicht wert, so euer Friede weiter zu euch zurückkehren. Und wenn niemand nicht aufnehmen, noch auch eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus und dieser Stadt und schüttelt die Staub von euren Füßen. Und ich bleibe da. Hör auf da. So, grundsätzlich hier, was ist die große Erwartung von Jesu Christi für uns, in diese, was wir gelesen hat? Dass wir machen, was er macht. Und was er hat gesagt zu diesem Jüngern, war erst proklamiert, der Königreich Gottes ist nah bei euch. Diese Proklamation, hey, der Königreich Gottes ist hier. Hallo, der König ist hier. Wir sind die Diener des Königreichs. Der Königreich Gottes ist nah bei euch. Es ist nicht weit weg. Es ist nicht dort hier im Himmel. Es ist nicht bei dem Medium dort rüber. Es ist nicht in die Psychiatrie. Es ist nicht da in die Schule da, in die Kirche. Nein, der Königreich Gottes ist jetzt. Es ist hier. Diese Proklamation ist, hallo, ich habe Nachricht. Jesus ist König. Der Königreich Gottes ist hier. Jesus lebt. Jesus ist da. Kraft ist hier im Raum. Hallo. Ich trage nicht nur ein Glauben, ich trage ein Geist des Lebendigen. Der Königreich Gottes ist in mir. Ich bin Christ. Ich bin neu geboren. Und er ist hier und er will dein Leben verändern. Ich weiß nicht, wie, aber ich weiß, der nächste Schritt, was er sagt und was Jesus gemacht hat, ist er, was? Er heilt die Krank. Er heilt die Krank. Er treibt Dämonen raus. Ja? Ja. Diese schlechte Stimmung, die Leute denken, es ist nur eine Stimmung. Nein, es ist ein Dämonen. Und es muss ausgetrieben. Ja, Sünde hat viel Namen, ähnlich wie Dämonen. Und es muss rausgeschrieben. Wenn du proklamierst, der Königreich Gottes, alle die anderen Könige im Leben, wo er sitzt, im Herzen, muss weichen. Oder sind wirklich gechallenged. Und so, oh, Herausforderung, oh, okay, zeig mir. Und dann, diese Sachen sind adressiert. Wir sagen, ich lieb Jesus. Oh, du bist der Größte. Gott ist der Größte. Ja? Yeah? Oh, wirklich? Der Dämonen, zeig mir dann. Die Welt, zeig mir dann. Wie? Wir müssen
glauben, dass es Gottes perfekter Wille ist. Wir müssen glauben, dass wenn ich will mein Jesus lieben, ich tue, was er tut. Ich tue, was er sagt. Ich gehe raus und ich sage, hey, ich habe gute Nachricht. Der Königreich Gottes ist da. Er kann deine Ehe verändern. Er kann deine Ehe versöhnen. Oh, du hast Albträume. Alles kann weg sein. Kann ich für dich beten? Kann ich dich vielleicht, wenn beten ist, kann ich dich segnen, dass du kannst bessere Träume haben? Ja, gerne. Come on! Gott, ist es so wichtig, dass wir wissen im Herzen, ist es nicht Gottes Wille, dass Leute bleiben in Krankheit. Es ist nicht Gottes Wille, dass die Leute hat gebrochenem Herzen zu Hause und die Kinder denken, weiß nicht, ob der Papa liebt ihn oder nicht. Es ist nicht okay, wenn alles ist unsicher und du musst, also, ich muss an die Eier, auf Eier treten. Was? Laufen. Come on. Danke für die hilfreiche Übersetzung. Das ist great. Halleluja. Für uns, wir müssen lernen, diese Sachen hier, Proklamation und dann heil die krank, weck die Tod auf, treib die Dämonen raus, spricht Worte wie ein Ambassador, ein Botschafter von dem König. Der König hat alle Macht und er schickt Botschafter raus und sagt, hey, bring meine Proklamation, komm und bring meine Kraft hinein, so die Leute kann meine Kraft erleben. Die Befreiung muss da sein. Gott ist so voller Liebe. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir bleiben in Sünde und Krankheit. Krankheit und Sünde, gleiche Ding. Es ist ein gleicher Kampf. Es ist nicht im Himmel. Die letzte Mal, ich habe es gelesen und die letzte Mal, ich habe es gecheckt. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Halleluja. Preisen Herrn. Gibt es keine Krankheit da? Und diese Realität, Gott will das hier auf die Erde umsetzen. Durch dich und durch mich, durch uns als Gemeinde Gottes. Überall. Wir haben einen echt großartigen Dienst. Es ist so stark, so voll. Gott heilt. Ich weiß, ich kenne mein. Ich war Fußballer, ja, und 9 Jahre alt, meine Kniescheibe war all hier an dieser Seite von meinem Knie, hier. So schlimm, es tut so weh, oh, so schlimm. Und ich war so traurig und oh, ich kann keinen Sport spielen. Und mein Papa hat einen Missionar für Essen, er war da. Und mein Papa sagt, hey, er fragt den Missionar, kannst du für meinen Sohn beten? Und er betet für mich. Und wenn er betet, der Kraft Gottes kommt und meine Kniescheibe kommt zurück. Plötzlich in der Mitte. Es war warm und diese große, Beule war nicht mehr da. Vor meinen Augen. Ich war so, oh mein Gott, Jesus. Aber nach diesem Moment, hey, Scott, lass uns Hockey spielen. Wir haben sofort gespielt. I mean, Gott heilt. Ich kenne die Heilung Gottes. Jesus heilt. Oh Mann, er ist so stark. Er ist so mächtig. Simon und ich waren in die Straße vor ein paar Jahren und drei Muslime waren da und einer, wir haben, hey, hast du Probleme im Schulter und so und ja. Und wir haben gebetet für ihn und gar nichts passiert. Ja? Und
Und dann wir haben gefragt, warum, like, was ist los mit es? Oh, ich war im Arzt, ich habe keine Ahnung. Und dann wir haben gedacht, dämonisch. So, wir haben die Dämonen rausgeschmissen. Und er war geheilt. Und er sagt, wow, was hast du gemacht? Und die andere Mann, er kann diese drei Finger nicht, es war komplett numb, wie ist numb? Taub. Und taub. Und wir haben für ihn gebetet. Und er war geheilt. Er war geheilt, wie die andere. Es war kein Dämonen da, aber die andere hat. Und so, andere Dämonen vielleicht. Aber es ist so gut. Gott bewegt. Gott macht Unterschied in Proklamation, in Gebet für Heilung. Ich weiß, er heilt. Und er kann durch dich heilen. Wann kann diese Sachen von Idee, von Theorie zur Realität? Das ist das große Ziel, was ich will erleben, hier in der Gemeinde, in dein Leben. Ich will das sehen. Und natürlich, die erste Ding ist, du musst wirklich wissen, Krankheit, alle Formen und Dämonen geht nicht. Kann nicht stehen. Wir kämpfen gegen diese Realitäten mit alles. Weil die Proklamation von unserem König, so steht es. Es ist, was geschrieben ist. Du musst es glauben. Du musst es wirklich treu halten. Ein Ding, ich muss sagen von den deutschen Leuten, ich bin erstaunt, wie treu du bist in so viele Dinge. Diese Fastenzeit, oh my gosh. Ich kann nicht vorstellen, meine amerikanischen Freundin so treu in Fasten, in Wasserfasten. Ich muss wirklich an euch angeben. Es ist wow. Manchmal ist es ein bisschen langweilig, aber es ist okay. Es ist okay. Du musst mehr Spaß haben. So seriös, ja. Seriös. Aber Mann, diese Treue. Ich bin so dankbar für die Gemeinde Gottes hier in Deutschland. Es ist ein Privileg, wirklich. Was ist der große Schlüssel, das zu umsetzen in die Realität? Was ist die Schlüssel? Du musst wirklich Mut haben. Du musst Kühnheit haben. Es ist so wichtig, dass du fragst Gott jeden Tag, gib mir Courage, gib mir Kühnheit für heute, gib mir Mut für heute. Ich will keine Angst haben, ich will Mut haben zu teilen, was ist an dein Herz. Wir können nicht Feigling zu sein. Es ist nicht okay. Mut. Kühnheit. Liebe muss diese Gewürz haben, diesen Aspekt haben. Es ist die Fundament von allem, von Liebe. Mut. Wenn du keinen Mut hast, vergiss deine Liebe. Küss deine Liebe weg. Jesus wird dich spucken, ausspucken. Wirklich. Wirklich. Er hat kein Interesse für unmutige Leute. Feige Leute. Feige. Er hat kein Interesse. Das ist an die erste Liste im Offenbarung von wer geht in die Hölle. Das ist krass. Das ist krass, weil du musst wissen, wie kostbar du bist. Was er bezahlt hat. Nehm das wirklich so ernst. Okay? So ganz praktisch.
Lass uns ganz praktisch gehen. Amen. Wer will es? Praktisch zu sein. Come on, praktisch. Klingt gut. Praktisch. Okay. So, gibt es vier Schritte in eine Begegnung mit einer anderen Person. Ja, vier Schritte. Der erste Schritt ist ganz, ganz hart. Das ist die Einführung. Ja, es ist die Ernährung. Wie? Ernährung? Ernährung. Okay? Das ist nicht einfach. Das ist wirklich 96% von dem Kampf. Ist das. Macht Sinn? Wirklich. Macht Sinn. So, komm in Gespräch. Hey, wie geht's? Wie ist das Wetter? Come on, hey, was magst du? Wenn es ist ein komplett fremde Person. Wenn du kennst, es ist ein Kollegen, es ist einfacher. Und break the ice. Ja? Yeah? Break the ice. Break das Eis. Wenn du gut mit Witz sind, mach deinen Witz. Witz sind cool. Das ist nicht schlimm. Ich habe es ein Lustiger gehört. Es war Herr Doktor, ich habe Probleme. Ich habe Stuhlgang jeden Morgen 7.30 Uhr. Oh, das ist aber gut, sehr gesund. Ich wach auf 8 Uhr. Oh my Jesus. So dann, wenn du siehst die Person und die Person sieht, es tut mir leid, vielleicht das war nicht so rein, aber wenn du siehst, die Person hat Probleme oder irgendwas, frag die Person, das ist die zweite Ding. So, die erste Ding, du musst wirklich nur, sei kreativ. Die zweite Ding ist, frag die Person, ich sehe, dass du Rücken hast oder du hast das. Was passiert? Frag die Person Frage. Ja? Frag, hey, wie du ein Doktor bist. So, was passiert? Oh, Unfall, das. Und nimm Information, ja? Und dann sieh, was die Person kann nicht tun. Okay, kann nicht laufen an meinen Knie. Es tut weh. Es tut weh. Es ist nicht gut. Okay. Dann das ist die dritte Punkt. Frag, hey, was kann die Person nicht tun? Und dann bete für ihn. Und now, wie kann ich für diese Person beten? Wer hat Schmerzen im Knie jetzt zum Beispiel? Gut. Okay, Rückenschmerzen. Aggie, komm hier vorne. So, du hast Rückenschmerzen? Schulterschmerzen, okay. Und was kannst du nicht machen? Nicht richtig heben, okay. Und wenn das alles passiert, eine Verletzung passiert oder nee, es ist nur so, okay. So, ich frage es und dann ich sage, hey, ich habe gute Nachricht. Der Königreich Gottes ist nah bei dich. Wenn ich lege meine Hände auf deine Schulter, all die Schmerzen wird weggehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, alle Schmerzen, geh jetzt sofort, geh weg. Amen. Hebe deine Hand. Ist nicht so hier. Du kannst nicht hier. Ich bete nochmal. In Jesu mächtigen Namen, alle Schmerzen, geh weg. Alle, die mobil
Mobilität komm zurück in Jesu mächtigen Namen. Alle Mobilität komm zurück. Sei komplett geheilt und gestärkt in Jesu Namen. Amen. Alle Schmerzen, geh jetzt sofort in Jesu mächtigen Namen. Alle Schmerzen, lass sie los jetzt in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, sei geheilt, sei geheilt. Try it again. Es ist ein bisschen besser. Come on. Amen. Wir wollen mehr. Ja, ein mehr. Come down here. Alle Schmerzen, geh jetzt sofort in Jesu mächtigen Namen. Alle die Mobilität, komm zurück. Halleluja, Gott, ich danke dir. Königreich Gottes ist an sie. Die Königreich Gottes kommt und verändert alles jetzt sofort. Halleluja. In Jesus' Name. Halleluja. Raise it up. Why better? Wow, come on. Halleluja. Amen. Viel besser? Sie spürt etwas, nicht komplett besser, aber okay. Halleluja. So in diesem, Jesus hat gebetet zweimal, wenn er die blinde Augen, ich habe es gebetet sechsmal, siebenmal, achtmal. Du kannst lange beten. Du kannst wirklich, bleib dran. Wenn wir benutzen unseren Glauben nicht, dann nichts passiert. Okay? Und es ist so wichtig, dass wir tun es immer so. Aber was ist super erfolgreich, ist zu sagen, weil Gott hat nicht gesagt, bete für die Person. Gott, ich bitte, lieber Vater, dass du wirklich kommst und heilst und dass du das magst, weil du bist gnädig und Gott will dir. Nein. Er sagt, heil die krank. In den Namen Jesus. Nimm die Schlüssel mit Autorität und spricht Heilung. Spricht zu diesem Ding. Es ist nicht nur Gebet. Du bist Gott in dich, geht raus und macht Unterschied. Okay? Und mit solchen Sachen wie es, sie hat ein bisschen mehr Mobilität, es ist ein bisschen mehr und mehr und mehr. Und das wirkt und funktioniert. Und ich habe so viel Zeugnis erlebt, wo Leute, nach ich gebetet habe, einen Tag später, ich bin geheilt. Ein Mann hat seinen Fuß, es war gebrochen im Park, ich habe für ihn gebetet mit meiner Tochter. Und dann 3 Monate später, ich war mit Roman im Park und Gott hat uns geführt in diesen Park. Und diese jüngliche Leute war da. Und der Einzige, das hat die gebrochene Fuß, er war da. Wir haben gekommen, hey, der Königreich Gottes ist hier. Wir wollen Jesus verkündigen. Und er sagt, du bist der Mann, du hast für meinen Fuß gebetet mit deiner Tochter. Mein Fuß war geheilt eine Woche später von diesem Gebet. So wirklich, die Kraft Gottes funktioniert in Gottes Zeit und es schnell bringt Heilung, es schnell die Zeit für Heilung. Du musst wirklich dein Glauben benutzen. Kopfschmerzen, Leute, geht nicht mehr und dann die nächste Tag, oh, mein Kopfschmerzen ist weg oder gibt es viele, viele. So, du musst beten für Heilung, egal was passiert. Wer hat etwas mit Rückenschmerzen? Komm hier vorne. Okay. So, hallo. Wie heißt sie? Christa. Ja. Und wo ist das Schmerzen? Also ich habe Rückenschmerzen, ich habe eine Spannungserkrankung. Mhm. Und da gibt es ganz viel Spannung im Körper und vor allem im Rücken. Und es
drückt mich auch so nach vorne. Okay. Ich habe gute Nachricht für dich. Der Königreich Gottes ist jetzt, ist es hier. Und nimm meine Hand und der Königreich Gottes will dich heilen. Gott wird in deinen Körper kommen und alles Loche machen, alles in Zufrieden, in Jesu Namen. Sei geheilt jetzt sofort in Jesu Namen. Der Königreich Gottes ist da. Oh, sei geheilt jetzt. Ich proklamiere Heilung in Jesu Namen. Die ganze Körperspannung wird befreit, wird komplett befreit in Jesu Namen. Die Spannung, die Schmerzen geht weg jetzt sofort in Jesu Namen. Die ganze Seele, die ganze Körper befreit in den Namen Jesu Christi. Ich danke Gott für Heilung für diese Frau. Ich danke Gott, du hast alles bezahlt für diese Frau. Sei geheilt, komplett flexibel in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, dass du wirst die Ruhe spüren von Heiliger Geist in dein Leben. Halleluja. Hurra sakariandro soko. Sei geheilt jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Fühlst du besser? Wie fühlst du? Etwas besser. Okay. Ja. Ja, ich muss erst nachspüren. Aha, erst nachspüren. Okay, come on. So gesegnet. Preis den Herrn. Danke so sehr. Woo! Sharabashakariete. Horatakash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 
Your presence, oh.